Und sein Kiefer hat ja eine ganze Halle von Bildern gemacht zu dem russischen Dichter Chlebnikov. Und Chlebnikov ist ein Zahlenpoetiker. Ja? Er hat ausgerechnet, dass, sagen wir mal, 365 Mal Jahre nach der Gründung Roms das und das passiert. Also Regelmäßigkeiten der Wirklichkeit in Zahlen gemessen. Und Leute wie Schrödinger und Goethe gehören zu den Poeten. Ja? Sie arbeiten mit Zahlen, die folgen aus der Wurzel aus minus 1. Das sind keine Zahlen, die man anfassen kann, ja, die man sehen kann. Das sind messianische Zahlen. Ja. Gott hat, sagen die Kabbalisten und Gershom Scholem, bevor er in Gottes Zeit gerechnet, in einer Woche die Erde erschuf, das mag Milliarden Jahre alt lang sein, ja, hat er 4 Wochen lang die Zahlen und die Buchstaben geschaffen, und zwar nur von 1 bis 10. Hm. Ja. Und aus denen besteht die ganze Welt. Ja. Und wir in unserem Körper tragen das mit uns. Und wenn man auf ein Stück Lehm oder Stein, muss ein bestimmter Stein sein, hier drauf schreibt, dass die ersten 4 Buchstaben im Namen Gottes, dann ist das ein Golem. Aber der darf nicht älter werden als 42 Tage. Dann wird er zu groß. Und man kann nicht mehr an seine Stirn fassen als Rabbiner, ja, und den ersten Buchstaben verkürzen, sodass der Golem wieder stillsteht. Und das lässt sich nicht dran schummeln. Ja? Denn als ein Rabbi in der Nähe von Lemberg diesen 42. Tag versäumte, da war es so, dass der Golem zu groß geworden war. Der Rabbi reichte nicht mehr daran. Und er griff zu einer List und sagte, er soll ihm doch den Schuh zu schnüren. Dem Befehl gehorchte der Golem. Ja? Und so reichte jetzt der Rabbi an die Stirn heran, löschte den Buchstaben und dann fiel aber der Lehmklumpen über ihm zusammen mit Macht. Also man kann Gott nicht betrügen. Das alles ist mit Zahlen, Buchstaben verbunden und interessiert an seinen Kiefer, so wie es mich interessiert. Und gehört zur theoretischen Kraft der poetischen Kraft der Theorie. Ja. Und was Sie da gehört haben, ist ein Klavierstück aus dem Jahr 1919 von dem Dadaisten Jürgen von der Wense auf das Lied Ich hatte einen Kameraden. Aber es klingt ja ganz offenkundig kraftvoller. Und nicht mehr eine Musik der politischen Rechten. Ja. Ich komme jetzt auf den nächsten Film. Und da sehen Sie jetzt ein Triptychon bezogen auf eine Oper. Ja? Luisa Miller von Verdi. Ja? Also Kabale und Liebe von Schiller. Ja? Und auch wieder der Versuch, dass sich die verschiedenen Bildfolgen aneinander reiben. Ja, sodass gewissermaßen kein geistiger Raum entsteht. Wenn wir durch eine Stadt gehen, ja, meinetwegen hier Wien, dann sehen wir ja auch ganz Verschiedenes. Ja. Und außerdem achten wir noch auf Straßenverkehr. Das heißt, wir sind eigentlich Lebewesen, die dafür ausgerichtet sind, 5, 8, 12 Wahrnehmungen gleichzeitig zu haben, ja, und wir werden wach dadurch. Ausgerichtet werden wir aber von der Schule und durch Massenmedien immer nur auf eines zu achten. Mhm. Ja? So wie meinetwegen in der Musik des 19. Jahrhunderts sozusagen eine Melodie gesungen wird und dann die Begleitung der Sklave ist. Ja? Der ist Nebensache. M-papa, m-papa, m-papa. Ja? Was ist denn das? Ja? Formuliert gar nichts. Ja? Und jetzt kommen die wirklichen Musiker. Ja? Nicht im Barock sowieso, aber auch bei Wagner oder bei Alban Berg oder bei Weber. Ja? Und da ist die Polyphonie wieder. Und die Polyphonie und der Film haben zu tun. Denn der Film hängt meines Erachtens, ist kein Abkömmling der Fotografie, für mein Gefühl, sondern es ist ein Abkömmling der Musik. Ein Zeitkunstwerk. Ja? Und das ist das